Ein herzliches Glück auf aus Annaberg Buchholz aus der Manufaktur der Träume. Wir befinden uns hier in der Sonderausstellung Leonti Usow, ein Bildhauer aus Sibirien. Es handelt sich bei den Arbeiten um Holzbildhauerarbeiten, die auch immer einen Bezug haben zu unserer Dauerausstellung, in der es vor allem um erzgebirgisches Holzspielzeug geht. Und diese Sonderausstellung ergänzt natürlich die Objekte in der Dauerausstellung und sie gibt auch unseren erzgebirgischen Schnitzern und Holzbildhauern die Möglichkeit, mal über unsere Grenzen hinauszuschauen, in diesem Fall bis nach Sibirien zu Leonti Usow. Und das freut uns besonders, dass wir so eine international hochkarätige Ausstellung hier nach Annaberg Buchholz holen konnten. Ja, Glück auf. Ich freue mich, dass diese schöne Ausstellung von Leonti Usow aus Sibirien, aus der Stadt Tomsk, hier zustande gekommen ist. Der Künstler Leonti Usow ist gelernter Schauspieler, hat auch als Schauspieler viele Rollen an bekannten Bühnen gespielt, bis er eines Tages auch mal mit Schnitzen anfing. Einfach so, ich probiere das mal. Und es hat sich gezeigt, dass er ein sehr gutes Formgefühl hat, sehr fleißig arbeiten kann, mit dem Material gut umkommt. Und so ist er mit seinen Holzskulpturen, aber auch dann später mit Bronzeskulpturen, die sehr schwierig zu machen sind, einer der bekanntesten plastischen Künstler in ganz Russland geworden. Leonti Usow entspricht ganz seinem Charakter. Sie ist vor allem eins, menschlich. Sie ist vor allen Dingen auch Natur und Heimat verbunden, was man schon am Material sieht, mit dem der Künstler hier überwiegend sich präsentiert in dieser Ausstellung. Das ist sibirische Zeder. Ein besonders hochwertiges Material und auch mit einer wunderbaren Struktur. Und so wie der Künstler es bearbeitet, nicht nur bearbeitet mit dem Schnitzmesser, sondern auch noch wunderbar poliert und geschliffen, bekommen diese Skulpturen eine wunderbare Oberfläche und werden unglaublich plastisch und vielschichtig. Und von den Sujets her zeigt uns Usow eben auch ganz besonders menschliche Aspekte. Er beschäftigt sich mit verschiedenen Charakteren. Schwerpunkt seines Schaffens sind Porträts. Und das entspricht seiner Persönlichkeit, sich auch mit den einfachen Dingen des Lebens zu beschäftigen und sich in Personen hineinzuversetzen. Und das ist etwas, was für diese Kunst bezeichnend ist. Die 32 Objekte, die hier in der Ausstellung gezeigt werden, kann man mehr oder weniger in vier Gruppen von Skulpturen einordnen, wobei die größte und die bedeutendste Gruppe dazu auch dem entspricht, was eigentlich das Schaffen von Usow am meisten ausmacht. Und das sind die Porträtskulpturen. Das sind vor allen Dingen Porträts berühmter Persönlichkeiten. Das können ganz unterschiedliche sein. Hier in der Ausstellung zum Beispiel zeigen wir eine wunderbare Skulptur von Beethoven, eine Porträtplastik von Johann Sebastian Bach, von Mozart, aber auch Schopenhauer und Hegel, alles Philosophen sind vertreten. Und das zeigt schon den Hintergrund auch des Künstlers und das vielseitige Interesse. In Russland hat es eine große Bedeutung, dass man sich als Künstler auch vielseitig interessiert und auskennt. Und Usow zeigt das hier auch in seinem künstlerischen Schaffen, indem er sich eben mit diesen Porträts auch mit den Persönlichkeiten auseinandersetzt. Wenn wir zum Beispiel uns die Skulptur von Beethoven betrachten, da kommt dann noch ein ganz besonderes Element dazu, und zwar das Moment der Technik. Usow arbeitet hier mit einer Maserknolle, das ist also ein Stück aus dem Baum geschnitten, in dem der Baum so so verwachsen ist und das Holz dann auch dort besonders hart und besonders vielfältig gemasert ist. Und aus dieser Knolle schnitzt Usow den Haarschopf von Beethoven, der ganz stark an die berühmten historischen Vorlagen auch erinnert. Und er benutzt quasi die Struktur des Holzes, um
dieses Wuschelhaar darzustellen. Und das ist ein ganz toller Schachzug, eigentlich künstlerisch. Und in ganz anderer Hinsicht wiederum beim Porträt von Schopenhauer zum Beispiel, wenn man es vergleicht vor allen Dingen mit dem Hegel-Porträt, dass beide erscheinen in einem Bilderrahmen, wobei der von Hegel senkrecht aufrecht erscheint, der von Schopenhauer wiederum etwas verschoben. Wenn man sich das etwas genauer anschaut und ein bisschen auch auf die Biografie der Philosophen schaut, dann kann man durchaus auch Anspielungen auf so besondere Charakterzüge dieser Personen dort erkennen. Und das zeigt wiederum auch, wie tief hier der Künstler tatsächlich auch in der Historie drinsteckt und wie gut er sich auch mit diesen Persönlichkeiten auskennt. Eine weitere Gruppe sind die Allegorien und die Charakterdarstellungen, und da gibt es hier auch vielfältige Objekte dazu, eine ganze Menge. Dazu gehören zum Beispiel auch diese Auf- und Abstieg, ein Symbol für einen gesellschaftlichen Aufstieg und Niedergang bei Persönlichkeiten, wie man sich vorstellen könnte, aus Politik und Gesellschaft. Hier anhand von zwei Skulpturen dargestellt, die natürlich zusammengehören. Dazu gehört aber zum Beispiel auch die Zunge, ja, eine etwas fast ins Groteske übertriebene Darstellung eines Charakterkopfes mit einer überlang dargestellten Zunge, die auf eine bestimmte Charaktereigenschaft Bezug nimmt. Dazu gehört aber zum Beispiel auch, das möchte ich Ihnen hier gerne mal zeigen, eine Trilogie. In einem Rahmen stellt Usow hier ein Porträt da, im Zerfall begriffen. Und wenn man genau hinschaut, es kommt einem vielleicht bekannt vor, es handelt sich dort tatsächlich auch um ein bestimmtes Porträt, und zwar um Anton Tschechow, auch wenn es hier im Titel nicht vertreten ist. Anton Tschechow stammt wie der Künstler selbst auch aus Tomsk, und der Künstler selbst, also Usow, hat zu Tschechow eine ganz besondere Beziehung und stellt ihn oft dar und nimmt in seinen Darstellungen öfter auf ihn Bezug, auch inhaltlich. Diese Parallele besteht auch charakterlich, denn beide, sowohl Usow als auch Tschechow, interessieren sich oder haben sich, Tschechow hat sich dafür interessiert, für das einfache Leben. Und Tschechow hat in seinen Erzählungen das Leben in der russischen Provinz dargestellt, ganz einfach und unvoreingenommen und realistisch. Und Usow stellt das künstlerisch dar, und in dieser Trilogie nimmt er auf Tschechow Bezug. Und was gezeigt wird, ist, wie das Gesicht sich auflöst. Am Anfang ist noch ein ganzes Gesicht da, am Ende nur noch das Lorgnon. Und selbst der Stab des Augenglases zerfließt am Ende. Und dann gibt es hier in der Ausstellung ein Bereich, der den surrealistischen Skulpturen oder der surrealistischen Formensprache gewidmet ist. Da gibt es hier zwei Vitrinen dazu. In der einen sind symbolische Skulpturen dargestellt und in der anderen tatsächlich Porträts von Salvador Dalí. Und da ist es natürlich die Frage, warum beschäftigt sich gerade ein russischer Künstler mit Salvador Dalí, und zumal jetzt aktuell. Da liegt Salvador Dalí schon etwas zurück und ist vielleicht nicht mehr ganz so angesagt. Aber da kommen wir auf dieses Thema wieder zurück, der großen humanistischen Bildung, die eben in Russland auch eine besondere Rolle spielt. Und für die Künstler zumal, gerade für die bildenden Künstler, ist Salvador Dalí immer ein besonderes Vorbild gewesen, gerade eben auch als Exzentriker. Und in dieser Hinsicht gibt es auch etliche Objekte hier in der Ausstellung, die auf Salvador Dalí und auf diese exzentrische Lebensart auch Bezug nehmen. Wie etwa den Absinth-Trinker, wobei Absinth-Trinken heute auch nicht mehr so ganz up-to-date ist. Oder auch das Gleichnis vom Zeigefinger oder den Knoten. Und diese Art von Objekten verwenden die surrealistische Formensprache, und die enthalten eine unglaubliche Fülle von Symbolen. Und für Künstler ist es sehr gewinnbringend, sich mit dieser Art von Vorlage auch zu beschäftigen, weil sie eine unglaubliche Kreativität einfach ermöglicht,
einen großen Vorrat von Symbolen. Und Usow baut surrealistische Symbole in seine Werke mit ein und stellt sich aber eigentlich selbst dar. Und auch diese Objekte, die wie der Knoten zum Beispiel oder das Perpetuum mobile, die zeigen Elemente, die, wenn man Usow etwas genauer kennt, direkt auf ihn auch Bezug nehmen. Wie zum Beispiel beim Knoten die Maske. Und weil Usow Schauspieler war in seinem ersten Leben, nicht wahr? Und oder eben auch wie andere Symbole wie die Karten oder auch die Reißzwecke. Ja? Und diese Reißzwecke, damit kommen wir wieder zurück auf das auf eines der beiden Selbstporträts, die hier in der Ausstellung sind, nämlich den sibirischen Filzstiefel. Die erscheint auch beim sibirischen Filzstiefel. Und das ist dieses Element, was immer so das Element des der Gefahr oder des Zufalls oder der Bedrohung vielleicht auch symbolisiert bei Usow, wo eben der sibirische Filzstiefel auch unter seiner Sohle so eine Reißzwecke hat, wo er scheinbar gerade reintritt. Ein sibirischer Filzstiefel ist eben jemand, der auch manchmal in ein Fettnäpfchen tritt, der aber damit klarkommt und der auch darüber hinwegsehen kann. Und insofern zeigt es eben auch den Charakter des Künstlers. Er ist eben ein lebensbejahender Mensch, der auch über Schwierigkeiten hinwegkommt und ein sehr realistischer und bodenständiger Künstler und Mensch. Ja, Prasnik Dobroa heißt es, das Fest der Axt. Ja, und dort lernte ich eben auch Leonti Usow kennen, der auch uns Deutschen sehr zugetan ist. Und so kam nach und nach ein Kontakt zustande. Wir besuchten sein Atelier und eines Tages dann, ein Jahr später, kam das, wie es üblich ist noch in Russland: Dietmar, machst du eine Ausstellung mit mir? Ja, und mit Handschlag und einer in der Jury, ich war dann schon in der Jury, schlug durch und damit war das Ganze besiegelt. Er ist ein einfacher Mensch, er ist volksverbunden, so ähnlich wie wir es auch vom Erzgebirge kennen. Vielleicht hat uns das auch noch mit nahe gebracht. In den Städten in Russland, in den größeren Städten und so, ist sibirischer Stiefel so eine Art Schimpfwort. Oder so ein bisschen, als wenn wir sagen, na, da ist ein Fischkopf. Das wird ein bisschen herabgewertet, aber das spielt für ihn gar keine Rolle. Er sagt, wir wissen, was wir wollen, wir machen unsere Arbeit. Und so hat er das dann auch mal umgesetzt in dieser Allegorie. Wir sind alle kaputter Stiefel, wir haben Probleme mit diesen und jenen Dingen. Wir sind auch sehr verschlossen, wenn wir das wollen, gegenüber anderen. Aber wir zeigen euch auch, wo es lang geht. Und das sagt vielleicht auch einiges zum Menschen Usow aus.